Servus, ihr Schlawiner, hier ist wieder Knochen. Heute fahre ich den M10 Achilles Panzerjäger 7,62 mm. 7,62 steht einer vor mir, ich sehe ihn noch nicht. 7,62 mm 17 Pounder, Alter. 17 Pounder Granaten schieße ich ab und wie Achilles in der Sage oder in der Mythologie hat auch das Ding natürlich eine Ferse, wo es verletzbar ist oder welches zum Nachteil ist. Und das ist die Drehgeschwindigkeit. Ja, ich habe schon soweit alles modifiziert hier und habe auch die Crew geskillt, wie blöde. Und man sieht ja schon, es dreht sich wirklich unheimlich langsam. Aber ich habe schon einige gute Matches gemacht. Jetzt starten wir ausnahmsweise mal nicht in der Verliererseite. Das war ein kleiner Treffer. Besser als nichts. Getriebe ist hinüber. Er scheint sich noch nicht für mich zu interessieren. Kritischer Treffer. Ich hoffe, er sucht noch ein bisschen mehr. Der steht da hinterm Haus irgendwo. Bodeneinheit zerstört. Immerhin mein erster Kill. Das ist nett. Das ist nett. Ich denke mal, es wird Zeit, dass ich ein bisschen vorfahre. Da hinten macht sich das alles ein bisschen blöd. So, was sind meine Hauptfeinde? Natürlich andere M10s. Oder, der ist sofort rausgenommen worden. Oder hier T-34 Panzer. Von denen habe ich ganz schön was auf die Fresse bekommen. Aber ich hatte auch Matches, wo ich wirklich was weggemäht habe. Das war, jo, Feuerlöscher benutzen. Machen wir. Und ich kann jetzt gerade nicht fahren. Das ist blöd. Und muss noch reparieren. Und bin schon weg. T-34, wie gesagt, T-34 fickt ja alles weg. Ohne Quatsch jetzt. Letztens habe ich ein Video gesehen von, falls ihr jemand kennt, Fly Daily, kennt man bestimmt, wo er sich sehr über War Thunder beschwert hat, beziehungsweise auch das Battle Rating. Und ja, hat sehr zu viel Zustimmung erhalten und hat auch gesagt, dass War Thunder, wenn ich mich recht entsinne, aber es haben auch andere gesagt, dass sie das Spiel mal kaputt machen. Ja, aber solange Leute zahlen, interessiert es sie nicht, was hier los ist. Und mir ist auch aufgefallen, dass die Matches immer schlechter werden, beziehungsweise da oben, wie kann es sein, dass man Bedingungen hat, wo man zum Beispiel auf jeden Fall verlieren würde? Wenn wir zum Beispiel auf der anderen Seite hier in Berlin starten, verlieren wir immer. Zu 95%. Es ist nicht möglich, hier zu gewinnen. So, jetzt gammeln hier wieder alle. Und wenn sich mal einer vorwagen würde, wäre es auch etwas besser. Aber das ist alles nicht so wild. Selbst wenn ich jetzt hier abgeschossen werde, würde ich noch einmal... ein anderer M10, aber ich schieße einfach mal ein bisschen was weg da. Jetzt soll er wieder vorfahren. Ich würde ja noch eine Runde fahren, von daher ist alles nicht so wild jetzt. Ich habe auch oft, ich nehme jemand ins Visier und einer fährt gegen mein scheiß Fahrzeug. Das geht mir so auf den Sack. Der Kombo ist weg, oder? So, jetzt müsste ich mich hier konzentrieren, weil meine Turmdrehgeschwindigkeit einfach abartig langsam ist. Also abartig weit unten ist. Okay, der Cromwell scheint sich aber anderweitig beschäftigt zu haben. So, jetzt wird hier weiter geschossen und ich muss zusehen, dass ich jetzt theoretisch hier auch noch einen Abschuss durchführe. M10, da war er. Aber er hat mich gesehen. Ich sehe leider nicht viel von ihm. Kritischer Treffer, da bleiben wir dran. Ich hoffe, dass er jetzt einfach nicht nochmal schießen kann. Komm, einen noch. Das war nur ein Treffer. Würde nicht ganz reichen. Ich sehe nichts auf der Karte. Neben mir gehe ich davon aus, dass es in Ordnung ist. Vorerst. Ich sehe das Sturmgeschütz. Der will auch nicht eingehen, ne? Irgendwas ist nicht richtig. Jetzt muss ich sehen, vom Boot der geschossen hat. Wieso wird er mir auf der verkackten Karte nicht angezeigt? Wieso? Ich verstehe das nicht. Ich habe es auch oft, dass plötzlich Flugzeuge über mir auftauchen und die waren überhaupt nicht zu sehen auf dieser verhurten Karte. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ich verstehe das nicht. Und ja, ich muss dazu sagen, so im Moment... Die bringen wir überhaupt hier. Macht mir das Spiel weniger Spaß. Die meisten, also wir verlieren die sehr viele Matches. Ich werde sehr schnell weggeschossen, obwohl ich ganz normal spiele, so wie ich es sonst auch gespielt habe. Und da habe ich mal solche Matches. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich.
Aber in letzter Zeit wird es eigentlich immer schlimmer. Ich habe selten wirklich gute Matches, wo ich noch viele Abschlüsse mache. Wir verbarrikadieren so ein bisschen hier. Ah, ich gehe gar nicht in die Luft. Na, das ist ja schön. Warum nicht? Was ist das für eine Scheiße? Ja, das ist das nächste. Man klickt drauf, es ist frei und man kommt einfach nicht in die Luftschlacht rein. Schnell zurück. Ja, ich hätte jetzt mit Bomber losziehen können, aber ich gehe mal so in die Luft. Also ist doch einiges im Argen hier. Und es gibt noch genug, die das gerne spielen. Das steht ja außer Frage. Aber es gibt auch noch genug, die spielen und regen sich trotzdem jeden Tag auf. Und dann gibt es noch die, die einfach alles zum Kotzen hier finden. Ein. Versuch den mal zu rammen irgendwie. Okay, jetzt ohnehin schon weg. Komischerweise werden wir höchstwahrscheinlich verlieren, obwohl es eigentlich besser aussah am Anfang. Rein da, scheißegal. Haben wir schon heftige Treffer abbekommen? Ne, es sieht noch relativ gut aus. Wechseln wir eben. Kompliziert. Ich habe bloß noch das Visier nehmen mit. Puh. Oh ja, ich habe Bomben. Schnell weg, 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 weg. Mein Gott, so schnell kann man immer gar nicht. Kann man immer gar nicht klicken, in den Bomber zu steigen. Jetzt gehe ich nicht nochmal in die Luft. Und was auch aufgefallen ist, überall, wo irgendwas Zerstörbares ist. Immer diese bestialischen Ruckler, das ist wirklich abartig. Ne. Die stehen da irgendwo, ich will mich jetzt auch nicht weiter drauf einlassen, ne? Was ist denn das da? Wie sieht's vor mir aus? Wie sieht's hier überhaupt aus? Da ist noch ein SDKFZ, den Bomber brauche ich. Keiner sieht mich jetzt. Ist jetzt auch nicht die beste Position, aber ich versuche mal hier ein bisschen. Oh, drei Gegner. Und die Jack interessiert das nicht und kümmert sich einen Scheißdreck um mich. Das sind wieder die Arschgeigenspieler hier, die einfach dafür sorgen, dass man auch zu nichts kommt hier. Das ist halt echt ein Problem. Guck mal, wer sich nur für seinen Scheiß interessiert. So kann ich natürlich schlecht was treffen. Ne? Vielleicht einen einzigen. Der wäre vielleicht noch drin, aber ansonsten wird schon eine halbe Flügel hier. Oh, das wird schwierig. Aber der Kollege ist nicht weggefahren. Warum auch immer. So, raus hier. Ja, es ist schon ein bisschen frustrierender geworden, auf jeden Fall, das Spielen hier. Auch dieses ständige Geruckel an. Also bei bestimmten Karten, ja, tierisch, also wirklich tierisch. Aber ich will trotzdem mein Bestes noch geben hier. Ich meine, es macht noch Spaß. Das steht außer Frage. Oh. Also vielleicht hätte ich ein Video mit dem Chrome machen sollen, weil der ist ja richtig brutal. Also macht auf jeden Fall noch Spaß, aber es ist halt frustrierenderes Spielen und... Oh, eigentlich sollte ich eigentlich nicht stehen bleiben, aber es hilft nichts.
C34 hier. Ich denke mal, ich sollte hier abhauen, aber... Ich sehe den M10, deswegen... Ich bin ein bisschen vorsichtiger jetzt. Scheiße, diese verkackte KV-1 ist jetzt so blöd dort positioniert, ich sehe da gar nichts. So sehen, dass ich das Artillerie-Feuer übernehme. Oh, von mir wird es richtig voll, jetzt muss ich auch reparieren. Klar, wenn man nur von Artillerie zugeschissen wird hier, dann ist es natürlich schwierig. Die T-17 will ich eigentlich auch nicht sehen. 13 Sekunden können unheimlich lang sein, wenn man hier die ganze Zeit warten muss. Der wurde rausgenommen. Okay, ich will den Bomber aufhalten. Ehrlich gesagt. Dicken zurückfahren hier. So gut es geht. Ja, die Jagd will mich auf jeden Fall runterballern. Ausweichen. Gerammt ist das Ding abgestürzt zumindest. Irgendwie schwer beschädigt. Sieht nicht danach aus. Aber raus hier. Scheiße, Mann. Was für ein Hohlvogel, ey. Bin schon wieder schwer getroffen worden. Meine Fresse, ey. Und da sind Bomben gelandet. Jetzt bin ich weg. Ja. Ja, ja. Du bist ein Held. Wirklich. Ich bin übrigens auch dafür mittlerweile, oh, ich kann mit keinem Flugzeug mehr rein, mit keinem Fahrzeug mehr rein. Ich bin mittlerweile auch dafür, dass auf jeden Fall diese Bomber rausgenommen werden sollten, weil es lächerlich ist. Ich habe da Leute gesehen, die sind nur mit Bombern unterwegs gewesen, wirklich häufig, unheimlich häufig. Und ja, wir werden da direkt vom Spawnpunkt weggeballert und so. Und da denke ich mir, was soll diese Scheiße? Ich finde, der Spawnpunkt müsste ein gesicherter Bereich sein, wie mit einer Kuppel drüber, eine unsichtbare, wo man einfach nicht getroffen werden könnte. Wo sozusagen die Kugeln weg, seitlich wegrutschen oder so. Weil... so macht das keinen Spaß, da wird man einfach nur belagert wie blöde und naja, ich könnte ja noch mehr dazu sagen, aber ich wüsste, worauf ich hinaus wollte. So, ich mache jetzt noch eine Runde. Jetzt sind wir auf der Aschenflusskarte, ich werde die schon direkt geschoben. Und, schwierig, wir sind ausnahmsweise mal auf der anderen Seite. In letzter Zeit bin ich, westlich gestartet. Nee, nicht westlich. Das ist aber scheißegal. Westlich, na klar. Westlich gestartet. Jetzt sind wir östlich hier. Und ich weiß nicht, wo platziere ich mich am besten? Ich fahre ja oft hier unter die Brücke. Das ist schon echt sie gesehen. Und hier steht immer, hier ist so ein Felsen, da steht immer ein und derselbe Panzer. Der steht jetzt hier hinter, kann man gerade nicht sehen, aber... steht immer da, immer, der wohnt da. Er ist so platziert, dass er immer da steht. Und den ab ich. So, die Captain C, das machen sie immer. Ich werde mich hier unter dem Bogen platzieren. Und ich hoffe, dass das kein Fehler war. Ich sehe da schon ein Fahrzeug, das war aber KI. Denke ich zumindest. Das sieht schwer dann aus. Hier neben mir steht auch irgendwie, müsste noch was sein. Der Nachteil hier ist jetzt, dass ich, ich hab ihn auch schon. Eigentlich ist es blöd, fällt mir gerade auf, weil ich keine Artillerie habe. Deswegen wäre es unsinnig, mich hier zu positionieren, solange keiner vorguckt. Und höchstwahrscheinlich wird gar keiner vorgucken. Ich wusste jetzt echt nur nicht, wo ich mich jetzt besser hinbegebe hier. Gut, egal, ich wage es. Ich meine, es ist ein Spiel. Man kann nicht immer alles richtig machen. Oh ja, oh ja. Wo
hinter diesem Felsen gekommen. Der scheint weg zu sein. Scheint, muss aber nicht. Nee, da sind noch andere. Was mache ich jetzt? Ich bin in einer bösen Position, weil ich nicht bis dahin komme. Oh mein Gott. Vorzufahren und irgendwie jetzt hier ranzukommen. Ich könnte hier über diesen Huckel fahren. Oh, jetzt wird's richtig voll. Hier wird's richtig voll. Ich müsste also wirklich schnell hochkommen hier, schießen und ich werde beschossen und bin gefähigt. Guck sie die an, die kleinen Luckels. Das war's gewesen für mich hier. Ich kann das alles nicht machen. Aber das ist halt blöd, wenn man doch mal Eier zeigt. Ich finde auch die, die vorgehen und irgendwas machen, werden bestraft. Sieht man ja hier. Ich habe davor auf der Berlin-Karte, also nicht eben, sondern davor, war ich nämlich auch schon mal drauf, war so ein Typ, nee, nicht Berlin-Karte, Festung am Weißen Felsen, Steiner 78, die ganze Zeit an ein und demselben Punkt gewesen und hat von da aus Leute weggeschossen und hat 1000 Punkte weniger gehabt als ich, obwohl er 5 mehr Abschüsse hatte. Denke ich mir, das ist doch echt armselige Pissscheiße. Jetzt mal im Ernst. Ich hasse diese verkackten Camper, die das ganze Match über dreckig an einer Position kleben, weil sie zu blöd zum Kämpfen sind. Und sich dann freuen, guck mal, ich habe 7 Abschüsse und 1000 Punkte, weißt du? Dann denke ich mir auch, du bist so ein Schmarotzer. Weil ich dachte immer, das hat irgendwie so ein bisschen, man will ja auch ein bisschen zeigen, was man kann und ob man was kann. Und ja, das macht sich natürlich auch bemerkbar, wenn man einen schlechten Tag hat oder so. Aber wenn man eh nur dumm rumsteht, wirklich mit dem Finger im Arsch, oder kommt einer vorbei, ne? Wo man sich gerade noch aus 10 anderen Gefechten gerettet hat. Ja, und dann kommt dann hier Schmalzlappus. Ja, Drecksfickus. Und will einen dann belagern? Ja, dann kriegt man natürlich schon da Kotzen. Ich sollte vielleicht auch noch oben, ne? Die Frage ist, wie weit kann ich mein Geschütz nach unten richten? Hau mal ab da. Oh ja, oh ja, oh. Ziel unbeschädigt, das ist mal gut. Noch ein Crit gelackt. Ich meine, das war ja wirklich eine blaue geschossen hier. Aber mehr wird jetzt auch nicht doch hier. Oh Gott. Wo, wo? Und ich habe schon wieder einen, der mir hinten am Arsch klebt. Mein Gott, ey, ich hasse diese Lappen. Weißt du, was da fickt wird? So, dich blockiere ich jetzt hier, du dämliche Sau. Du kannst ja verrecken. Und geht's in die Luft. Fahr einfach so. Lass die da wegschießen. Okay. Pro-Gamer! come on, kid. Er hat mich abgeschossen. Ich hab's gesehen. Frustrierend! Schade, dabei hatte ich halt mit dem Achilles wirklich ein paar gute Matches. Einmal hatte ich 7 Abschüsse. Ich habe da aber kein Replay von, weil ich dachte, ich wollte jetzt nicht lauter Replays machen hier. Und das war eigentlich echt schön. Leider läuft es jetzt anders, wie man sieht. Ja, armselig. Ich sag ja, ich finde Bomber hier total affig. Mittlerweile kotzen mich die Bomber nur noch an, weil man hat wirklich Matches, da wird man zugefickt mit dem Scheiß, wirklich dermaßen zugebrezelt mit diesem ganzen Dreck.
so dass man gar nicht dazu kommt, überhaupt irgendwas zu zeigen. So, und dann kriegt einer 15 Kills, nur weil er Bombenlast um Bombenlast auf unseren Spawnpunkt geschmissen hat, wo wir natürlich ständig rauskommen. Und das finde ich armselig. Ja, finde ich auch. So, ich versuche irgendwie so weit zu kommen, dass ich auf C Artillerie schmeißen kann. Also müsste ich durch den Wald da irgendwie. Oh, jetzt gewittert. Ja, und das ist so eines von diesen frustrierenden Spielen, wie man sie jetzt öfter hat. Nee, echt jetzt? Mal sehen, wie nah die kommen müssen, damit man wirklich gezielt was wegschießen kann hier. Ich bin hier in der Nähe. Oh. Ich sehe schon einige Wracks, aber einige. Ich würde mal sagen, ich lasse das hier so fliegen. Oh, ich habe noch weitere. Ich kann natürlich auch hier noch ein bisschen Platz machen. So, sie sind ja weiter entfernt von mir, also muss ich jetzt nicht extra hinfahren. Treffer mache ich keine, offensichtlich. Aber bewegen sie sich exakt keinen Millimeter. Um den hier noch wegzukriegen. Ich hoffe, keiner kommt vor jetzt. Dann schieß mal weiter. So, die Munition haben wir, auch gebraucht. Ich hoffe, es kommt niemand dazu. Ich würde schon gerne noch einen von C rausnehmen. Müsste aber aufpassen natürlich, dass ich keinen von meinen Leuten treffe. Ich habe Bomben. Zwei Bomben. Okay. In den hinteren, den Valentine. Verrecke! Geht ganz schön was ab hier. Bodeneinheit zerstört, ja. Yeah. So sieht's aus. Nee, eigentlich will ich. Ich wollte gerade sagen, eigentlich will ich am Leben bleiben, aber man muss ja nicht ständig leben. So. Jetzt gehe ich da mit rüber. Okay, sie haben sich A geholt. Ist mir egal, ich will gewinnen. Ich will wirklich mal wieder richtig schön. Shit. Richtig schön gewinnen. Weg, weg, weg. Fuck off! Ja, ich bin hier gerade ein bisschen hitzig. Deine Mutter, du Schwanz. Bisschen weiter vorfahren. So, kann ich von hier unbehindert mal durchlupen? Fährt einer runter. Da fährt einer runter. Einfach so. Also das ist zum Beispiel hier auch Flakfahrzeug, damit kriegt man nicht so viel weggeschossen. Einfach, da fehlt einfach die Feuerkraft.
Weil man sieht, man kann doch schon noch die immerhin so weit schrecken, dass sie sich verpissen. Den Crusader brauche ich jetzt nicht weiter rumfummeln. Den würde ich höchstens die Gleiskette abschießen. Die meisten Treffer, die ich mache, wären auf die Gleiskette. Ja, das war's gewesen. Nicht das allerbeste, aber ich weiß nicht, ich finde jetzt nicht, dass ich großartig Fehler gemacht habe. Es ist einfach manchmal nicht möglich, besser zu sein, besser zu spielen oder überhaupt jetzt ja Chancen zu nutzen, weil man gar keine richtigen Chancen hat in dem Sinne. Und gerade je nachdem, was für ein Fahrzeug man fährt, ist man da doch schon unter Umständen benachteiligt. Dann kommt noch dazu, von welcher Seite startet man aus. Denn gerade wie in Berlin, wenn man halt oben startet, ist man einfach benachteiligt. Da wirklich, es ist schon eine ganze Weile her, dass von da aus oben mal gewonnen wurde. Und da war es aber der Gegner. Da hatten nicht wir gewonnen, sondern der Gegner hatte uns sozusagen von da oben besiegt. So. Und ja, also ein paar Sachen finde ich schon sehr frustrierend und so. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was euch so gerade im Moment stört hier an War Thunder. Oder wo ihr findet, hier gibt es irgendwelche Ungereimtheiten. Oder das ist nicht mehr so, wie man es eigentlich kannte. Danke fürs Zuschauen. Abonniert doch. Würde mir helfen. Besten Dank dafür. Schon mal im Voraus. Und ja, viel Spaß beim Zocken trotz allem. Was auch immer ihr spielt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Ciao, ciao.